So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich füge handlangen Schaden zu, während du verkleidet bist. Ich mache das an einer ganz simplen Stelle und wir denken dran, ihr könnt das Ganze nur im Solo, du, also im Solo, du, Teammodus oder halt Arena machen. Weil in Gruppenkeile halt wie gesagt keine Handlanger da sind. Ich mache das Ganze jetzt im Solo-Modus. Einfach auf ganz entspannt. Ich zeige euch einfach, wo ich das Ganze jetzt machen werde. Ich hoffe einfach, es funktioniert auch. Wenn nicht, probieren wir es halt nochmal ein zweites Mal oder ein drittes Mal. Ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt landen werden. Dann kurze Bitte an euch, falls ihr noch kein Abonnent seid und mir helfen wollt, auf die 4000 Abonnenten zu kommen, lasst doch gerne ein Abo da, wenn ich dir helfen konnte bei der Mission. Schreib einfach mal in die, unten in die Kommentare rein, du hast mir geholfen. Und natürlich gerne auch ein Like da lassen. Wundert euch nicht wegen Skin-Verlosung. Ja, die findet auf meinem Kanal statt. Also öfters mal im Livestream vorbeischauen. Da wirst du bestimmt den einen oder anderen Skin eventuell auch gewinnen können. So, dann gehen wir mal rein in die Runde. Wie gesagt, wo habe ich das Ganze vor? Nämlich bei Holy Hatches. Also ich will nicht auf eine große, auf die Yacht oder so. Weil da den Schaden zu machen, klar, wird zwar wahrscheinlich auch funktionieren, aber ich denke mal, Holy Hatches ist somit die spannendste Ecke, wo das Ganze funktioniert. Und hier haben wir Holy, dann haben wir ja hier dieses Haus und hier ist halt der Verkleidungsraum. Ich hoffe halt nur, dass wir auch direkt eine Waffe finden. So, einmal markieren, damit ich nicht wieder zu weit fliege. Jetzt hoffe ich halt, wie gesagt, dass da kein anderer gerade landet. Also die Telefonzelle ist nämlich mitten auf dem Weg. Und dann dürfte das eigentlich gar kein Problem sein. Eigentlich. Aber wir wissen ja, wenn zwei, drei Leute da unterwegs sind, dann wird das Ganze natürlich wieder ein bisschen komplizierter. Ja, alleine gehe ich anscheinend noch nicht runter. Ich glaube, ich hole mir erstmal die Kiste hier vorne. Falls sich doch einer direkt verkleidet, weil er hat ja dann keine Waffen. So, der erste Plan hat schon mal funktioniert. Dann können wir uns wie gesagt hier verkleiden. Jetzt hoffe ich nur, dass sie mich auch nicht direkt sehen. Zack, 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 zack. Einmal weiter. Hier gerade noch die AR-Waffe. Yep. Mal ein bisschen was an Baumaterialien. So, und jetzt müssen wir eigentlich schon ganz entspannt darüber gehen können. Obwohl, eigentlich können wir uns ja direkt vor den Stellen. Warte, müsste eigentlich genau funktionieren. Warte. Weil das müsste eigentlich schon. Müsste eigentlich jetzt gepasst haben. Ja, ihr seht schon, Handlangaufgabe erledigt. Also ganz entspannt. Geht einfach dahin, macht den einmal den Headshot und gut ist eigentlich schon. Was ich gemacht habe, aber hat funktioniert. Und wie gesagt, wenn ich dir damit schon helfen konnte, gerne ein Like da lassen, gerne mir helfen, um auf die 4000 Abonnenten zu kommen und dann habt ihr mich schon wieder ein bisschen mehr supportet. So, haben wir hier noch einen Handlanger? Warte mal, gerade aufheben, dass wir die Kiste öffnen können. Zap, 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 zap. Ging aber besser als ich dachte. Also ich, hier diese Kiste ist immer wieder verpackt, ne? Man muss es immer zweimal machen. Ist so ätzend. Noch gerade die XP mitholen. So, holen wir uns hier noch die Minis. Ja, wir heben wieder. Ich hasse es, gell? Das Problem habe ich auch so oft, dass der einfach die Minis dann nicht aufhebt, weil die Kiste im Weg ist. So, einmal. Hauen wir noch den Digi mit rein. Aber ich schätze mal, wir bleiben hier nicht lange alleine. Ah, wir hören schon die Schüsse. Wie gesagt, der Lange ist mir hier nicht alleine. Auch ohne die Aufgabe. Hier wird eigentlich so oft und gerne alles besucht. So, dann gehen wir hier noch
ganz schnell gerade unten an die Angelstelle. Und wie gesagt, wenn ich dir schon jetzt mit den Sachen helfen konnte, gerne ein Abo da lassen, Like da lassen. Wer ein bisschen mehr Support da lassen will, gerne auch noch meinen Creator Code eintragen. Irgendwas hat er da hinten noch geschossen. War hier hinten noch einer? Na, irgendwas hat er geschossen. Aber bei den Bots weiß man ja sowieso nie, wo die hinballern. Aber irgendeinen hat er da, glaube ich, gesehen. So, und ich danke erstmal allen, die jetzt noch weiter zuschauen. Danke für euren Support, weil ihr unterstützt halt den Kanal wirklich damit, dass ihr die Videos bis zum Ende guckt. Ihr wisst ja, eben mal in Anführungszeichen ein bisschen in die Länge ziehen das Video. Bisschen Gameplay für euch, bisschen Travis Scott jetzt hier. Gucken, was wir noch hier in der Runde so gerissen bekommen. Ah, da hängt noch sehr viel Action. Lol. Ist drin. Ist da was im Wasser? Ich glaube, Level 200 sollten wir eigentlich werden mit den Missionen. Das ist nur eine Tagesaufgabe mit den Angelstellen, also da ganz entspannt bleiben. Warum habt ihr die Aufgabe nicht? Ist einfach nur eine ganz normale Tagesaufgabe. Also da ganz entspannt bleiben. Oh Gott, hier gibt es immer noch Leute, die das im Solo-Modus machen. Warum haben die das denn nicht in Gruppenkeile? Das ist immer einfacher. Warum? Ich verstehe das nicht. Es ist auch schwieriger, jetzt da im normalen Modus dahin zu fliegen und alles zu machen, als wenn man sich ganz simpel Gruppenkeile einmal hin und tschüss. Da weiß ich nicht, warum die Leute sich das teilweise echt so schwer machen. Aber das sind halt wieder die, die keine YouTube-Videos gucken. Die sehen einfach, ah, da muss ich hin, alles klar. So. Ich glaube, da war auch noch ein Bot, weil meine Wand war das nicht. Kann man gucken. Hat sich hier noch einer verlaufen? Ich nehme echt lieber die hier mit. Na komm, machen wir jetzt mal noch einen auf Sniper. Obwohl hier die. Das taktische Gewehr, ich mag es irgendwie überhaupt nicht, diese Einzelschusskacke. Ja doch, hier war definitiv ein Bot unterwegs, weil wir wissen ja, Bots hauen immer nur einzelne Wände weg, warum auch immer. Und woran merken wir auch, dass hier Bots waren? Die Kisten sind noch da. Ja, wir holen uns natürlich hier erstmal schön den Loot noch mit. Ganz entspannt. Ah doch, hier hat er alles gelootet. Ja, sogar die Munitionskiste. Respekt, aber die natürlich wieder nicht. Ich sag, Bots sind echt so eine Sache für sich, ey. Gucken, ob hier die Kiste. Ja, die hat er auch schon aufgemacht. Da hinten hat er sich rüber gebaut. Lol. Ist hier die Münze? Aha. Ich wette, dass ich hier sterbe. Safe. Safe all. Ach, Zone kommt da. Da hab ich ja gar nicht drauf geachtet. Lol. Ich will nicht wissen, wie viele wieder nach 5 Minuten quasi gefühlt die Mission alle fertig hatten. Weil wirklich schwer sind sie ja diese Woche wieder nicht. Es sind ein, zwei Sachen, wo du mal kurz dann gucken musst, wo ist der ganze Spaß. Ich bin hier festgebackt. Hä? Gegner? Ist er noch im Haus?
Na ja. Ah ja. Aim ist da, nur nicht bei mir. Jetzt kommt, warum hat es nicht wieder Sniper gemacht? Ja, hätte ich auch machen können. Aber ich würde sagen, das reicht eigentlich auch schon. Die Aufgabe haben wir ja ganz entspannt gemacht. Und dann würde ich erstmal sagen, danke für den ganzen Support wieder mal, dass ihr die Videos bis zum Ende geschaut habt. Und in dem Sinne renne ich jetzt noch hier schnell in die Zone. Und wie gesagt, haut rein.